Hiho und willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, zu Okami HD, der Steam-Version, nicht Stream-Version. Ja, wir sind immer noch in dem hübschen Winterdörfchen hier. Und ich habe immer noch keine Ahnung, was ich mit diesem Ball hier machen soll. Aus den Rumrollen. Wahrscheinlich taucht irgendwann noch wieder noch mal der Schnarchbär auf. Aber ja, bis dahin. Nicht sonderlich viel mit Ball. Gut, wir sollen in den Norden gehen zum See. Weil dort etwas liegt, was wir brauchen, um im Wald überhaupt zu überleben. Wie dumm. Ja, es ist lustig, Sachen mit dem Kopf zu zerbrechen. Und ja. Wenn ich so sehe, wir haben doch sehr viel vor. Ich muss mir mal definitiv, da ich selber keinen Plan habe bei ein paar Sachen, so einen Guide angucken wegen Nebenquests. Weil ich zum Beispiel immer noch keine Ahnung habe, wie man, wo die Maske von dem einen Typen in Sai'an ist. Oder was es mit dem Blitz-Heidi auf sich hat. Oder wie ich es zum Regnen bringen kann, damit die Eide zufrieden ist. So. Gehen wir erstmal hier rein. Zum See. Kabui Itsufuchi. Erhalten eine alte Kultur. Schriftrolle. Mhm. Da gucken wir auch gleich mal nach. Also erstmal Logbuch. Haben wir Wald von Josfet. Ja, da müssen wir... das Mädchen finden. Und Reiseführer eine andere Kultur. In dem Raum gibt es Mysterien, die man nicht erklären... die kann man nicht erklären. Ah ja. Rede sie sogar die Weise in der Hauptstadt nicht verstehen. Steine, die dem Träger spezielle Fähigkeiten verleihen. Man nimmt an, dass es sich dabei um Gegenstände einer höheren Zivilisation handelt. Mein Urgroßvater sprach etwas von solchen Dingen. Er war zur windigen Taka-Ebene gereist für sein Pinseltraining. Während seines Aufenthalts dort bemerkte er ein seltsames Licht, das einen Bogen im Himmel durchlief. Das Licht ging irgendwo in der Gegend um die Sasa-Zuflucht nieder. Großvater reiste am folgenden Tag dorthin, wo das Licht niedergegangen war und er sah ein mysteriöses Symbol in der Luft schweben. Hier in Mipo ist es nichts Ungewöhnliches, so etwas zu hören. Ob man nun an diese andere Zivilisation glaubt oder nicht, scheint so, als ob viele von uns daran glauben möchten. Ich schäme dich nicht zuzugeben, dass ich mich selber zu ihnen zähle. Ach, das ist von... das ist ein Text von dem... ja. Ja, wie heißt sie doch mal? Das Mädchen in dem Bambusanzug, was mit dem Bambusraumschiff davongeflogen ist. Und ihr Großvater ist halt Mr. Bambus. Und ein neuer Schatz, namens Tistklunker. Ja, gut. Das ist der Teil, in dem das heilige Schwert Kutun aufbewahrt wurde. Von hier aus hat man einen großartigen Blick auf den Laochi-See und den Itsufuchi. Darum kommen sie jedes Jahr hier und beten zu den Bergen. Zu schade, dass das heilige Schwert jetzt nicht da ist. Der Teil ist auch der Arche der Yamato gewidmet. Man sagt, die Arche ist seit ewigen Zeiten im Laochi-See eingefroren. Sieh mal, man kann sie da unten im gefrorenen See sehen. Das ist die Arche der Yamato. Itsufuchi und die Arche der Yamato. Das hier ist ein sehr heiliger Ort für den Oina-Stamm. Ja. Es jagt mir einen Schauer über den Rücken, sie nur anzusehen.
Ja, wir rutschen hier ein bisschen über den See. Und das ist die Arche. Also, klein ist sie nicht gerade. Nur rein kommen wir leider nicht von hier aus. Aber irgendwie müssen wir irgendwann mal da reinkommen können. Das war's zur Not, hilft graben. Okay, zur Not, hilft freispringen. So. Nein, klappt auch nicht. Auch gut. Was ist hier mit? Hier hinten ist auf jeden Fall ein Spiegel. Ne, aber auch das klappt nicht. Lesen wir zur Sicherheit nochmal. Ja, da gibt's doch nicht. Ja, der Wald. Besitzer von Ichifuchi. Das hatten wir auch schon. Nechku, Nechku. Klingt irgendwie nach Kühen und nicht nach Eulen. Ja, bis jetzt hatten die meisten Dämonen irgendwie die Form von Tieren. Oh, Waschbären. Die möchten Fleisch. Okay. Aber Waschbären kämpfen bereits. Ja, yeah, genau 400 Glück hätten wir jetzt. Aber im Augenblick spare ich mir das Glück mal auf. Ja, wie gesagt, die Sonnenscheiben, die muss ich auch noch. Oh. Hi, Bär. Ja, habe ich Fisch für dich. Oh, Ichifuchi wird dunkel. Das ist das große Haupttor, dicht verkettet. Das ist das Afun-Tor. Man muss es durchschreiten, um den Wakku-Schrei zu erreichen. Aber sie haben das Tor fest verschlossen, um ungebetene Besucher fernzuhalten. Mhm. Was ist hier drin? Ah, die Priesterin, hä? Tuskle. Ich weiß, wer du bist. Ja, dein göttliches Aussehen ist eindeutig. Du bist der legendäre weiße Wolf Shiranui, stimmt's? Wow, sie haben den Namen hier also auch gehört. Nun, ich schätze, Shiranuis Legende kam über die See nach Kamui. Ich nehme an, sie gefällt den Euna, da sie so spirituell sind. Oh, ihr Sohn. Wir haben uns ja schon lange nicht mehr gesehen. Du bist also immer noch am Leben. Euna Shabai Zulke. Hehehe, ich bin noch nicht bereit, ins Gras zu beißen. Ich war doch nur auf einer kleinen Reise, das war alles. Nun, ich bin froh zu sehen, dass es dir gut geht. Wie du sehen kannst, ging es uns hier in Kamui nicht so gut.
Seit die Dämonen wieder erwacht sind, haben viele Leute ihr Leben verloren. Ja, ich habe alles darüber gehört. Was ist los mit diesen alten Dämonen? Und wo meinst du, da wird es Lika? Hm? Die Dämonen haben sich oben im Wakfu-Schrein auf dem Itsufushi verschanzt. Sie sind für den schlimmsten Schneesturm verantwortlich, der Kamui heimsucht. Wir konnten ihn teilweise fernhalten, dank des Affuntors. Aber wenn der Tag kommt, wird Kamui ganz sicher total einfrieren. Aber das ist nicht, was mir am meisten Sorgen bereitet. Was mich wirklich sorgt, ist, wie diese Dämonen wiederbelebt wurden. Kemo hat es auch bemerkt. Kurz bevor die Dämonen wieder schienen, traf hier eine finstere Kraft aus dem südlichen Land ein. Wir beiden fühlen eine böse Energie, die nach Kamui strömte. Da erwachten wir zur Antwort auf die Ankunft der Dämonen. Südliches Land? Ach, sie meint bestimmt Nippon. Mit anderen Worten, sie spricht über die Rückkehr von Orochi-Ami. Es gibt hier so viele Monster in Kamui, dass einige Leute das Land hier den Geburtsort des Bösen nennen. Ich kann mir nicht helfen, aber ich habe den Eindruck, all dieses Übel in Nippon hat seine Wurzeln im Laochi-See. Den ewig zugefrorenen See am Fuße des Itsufushi. Das ist ein See am Fuße des Itsufushi, man nennt ihn Laochi. Ich glaube, der Grund, warum man Kamui den Geburtsort des Bösen nennt, ist wegen der Arche der Yamato, die in dem See liegt. Die Arche der Yamato? Jeder hier in Kamui kennt die Geschichte. Man sagt, dass die legendäre eiserne Arche vom Himmel fiel. Oh, wieder Geschichtsunterricht. Mein Großvater pflegte mir diese Geschichte zu erzählen. Vor langer, langer Zeit, im Zeitalter der Mythen, fiel eine eiserne Arche von der göttlichen Ebene und versank im Laochi-See. Die göttliche Ebene ist das Land über uns, wo die Götter leben. Die Götter sind dort als göttliche Wesen bekannt. Die Arche fiel von der göttlichen Ebene auf diese Welt. Es war, als ob sie von etwas verfolgt wurden. Sie wussten nicht, dass mit ihnen an Bord zahllose Monster waren. Einer nach dem anderen wurden sie abgeschlachtet, bis alle göttlichen Wesen tot waren. Merke, göttliche Wesen können nichts. Außer Amaterasu. Und als die Arche abstürzte, gingen die Monster von Bord und begann das umliegende Land zu verwüsten. Seitdem ist die Welt nicht mehr sicher. Man sagt, dass sich noch immer Monster aus den Tiefen des Sees erheben. Darum nennt man ihn auch den See der Dämonen. Das ist alles, was ich darüber weiß. Hm. Ich habe dem noch eine Sache hinzuzufügen. Und das ist die Geschichte von dem einen überlebenden göttlichen Wesen von der Arche. Die Arche fiel von der göttlichen Ebene auf diese Welt. Sie war voller Monster, welche die göttlichen Wesen an Bord töteten. Aber die Legende erzählt, dass es einen Mann gab, der überlebte. Er schaffte es, aus der Hölle zu entkommen, zu der die Arche geworden war. Er floh und versteckte sich irgendwo in der Welt. Hm, das höre ich zum ersten Mal. Man sagt, der Grund, warum noch immer Monster von der Arche im Laochi-See auftauchen, ist, dass der Herrscher der Finsternis noch immer nach diesem Mann sucht. Herrscher der Finsternis? Hat er einen Namen? Das ist alles nur eine Legende. Niemand weiß, ob das wirklich wahr ist. Niemand hat jemals seinen Fuß an Bord gesetzt. Aber die Arche hat diese Tragödie auf unsere Welt gebracht. Das steht fest. Wenn die Kräfte der Finsternis sich hier in Kamui sammeln, dann ist es, glaube ich, deshalb, weil die Arche der Yamato sie anlockt. Hm. Tut mir leid, dass ich schon wieder so viel erzähle. Da ihr diesen weiten Weg gekommen seid, darf ich da annehmen, dass ihr Kemos Erlaubnis habt. Ich spreche von der Erlaubnis, Josfeld den verschlingenden Wald zu betreten. Ja, die haben wir. Mir könnte es ja egal sein, aber mit Ami hier ist das eine andere Geschichte. Der Eingang zum Wald ist mit dem Zeichen der Euner versiegelt. Das ist unsere Art, den Ort vor dem Bösen zu beschützen. Ich kann unmöglich das Siegel brechen, aber wenn der Älteste euch befohlen hat, den Wald zu betreten, dann muss ich wohl nachgeben. Shiranui, du sollst das Euner-Amulett Sevapolo haben. Sevapolo. Wie es mal wird, kannst du hingehen, das Zeichen der Euner passieren. Und du kannst nach Josfeld hinein. Wenn der Älteste es so entschieden hat, dann ist das kein Fehler. Du bist diejenige, die Lika finden kann. Finde sie, bevor es zu spät ist und Kamui total eingefroren ist. Jo. Erst da die Kräfte der Finsternis in die Welt zu erstarken scheinen, kann es kein Zufall sein, dass es so scheint, als würden sie sich hier sammeln. Die Arche fiel von der göttlichen Ebene auf diese Welt.
Sie war voller Monster, welche die göttlichen Wesen an Bord töteten. Aber die Legende berichtet, dass es einen Mann gab, der überlebte, schaffte es, aus der Hölle zu entkommen, zu der die Arche geworden war. Er floh und versteckte sich irgendwo in der Welt. Man sagt, der Grund, warum noch immer Monster, auftauchen, ist, dass der Herrscher der Finsternis noch immer nach diesem Mann sucht. Das heißt nur eine Legende, bla bla bla. Mhm. Gut, das wäre geklärt soweit. So, hier gibt's was zu entdecken. Eine Perle auf jeden Fall. Ja, die besondere Belohnung, wenn wir alle Perlen haben, ist, dass wir unbesiegbar werden, übrigens. Riesenspoiler, ich weiß. Aber da mir eh kaum jemand irgendwie zuschauen möchte. Wo geht's da oben hin? Achso, das ist der schnelle Weg nach oben dann, oder wie? Oder ist das hier ein Umweg nach unten? So, ihr kriegt Gras. Oder Grünfutter, besser gesagt. Ich muss mal gucken, dass ich beim nächsten Händler bis so viele aufstocke. Alles mal auf 20, sicher ist sicher. Und dann muss ich irgendwann wieder die Katzen, noch die Katzen füttern gehen. Also ja, ich bin gerade hier. Ein Fragment der Sonne, yay. Davon fehlt mir noch eins, dann habe ich wieder ein Sonnenfragment, ein Herz mehr sozusagen. Ist ja ein bisschen wie bei Legend of Zelda gehalten. Und es wird wieder Tag. Soll mir auch recht sein. Im Augenblick sind ja auch keine Gegner in der Nähe. Nebenbei Gegner, das haben wir übrigens auch immer noch. Wir müssen noch die gesuchten Viecher von der von der Sei-An-Liste streichen. Und wenn ich mir das übrigens so ansehe, das ist wieder falsch gewesen. Hier will ich rein. Wenn ich hier so in Ausrüstung reingucke, fehlen mir auf jeden Fall von jedem, von jeder Art noch mindestens zwei Waffen. Also zwei Spiegel, zwei Perlen und zwei Schwerter fehlen mir noch. Und zwei heilige Gegenstände. Außer es werden hier mehr und ich kann dann scrollen. Aber ich glaube nicht, ich glaube da fehlen noch zwei. Muss auf jeden Fall weiter Dämonenzähne sammeln. Also ich denke mal, hier oben ist jetzt nichts mehr. Ah, da spielt mir die Kamera einen Streich. Ja, da wäre ich von der Kamera leider getauntet. Ich kann nämlich mich nicht antargeten, während... Hallo?
Ja, danke, Kamera. Ja, von hier aus komme ich nur hier hin.